Als Max Planck Physik studieren wollte, Ende des letzten Jahrhunderts, ging er zu seinem Lehrer Philipp von Jolly und sagte, ich möchte Physik studieren, aber ich bin an sich ein guter Pianist und ich möchte auch vielleicht auch Musik studieren. Da sagte von Jolly zu ihm, studiere Musik, weil in der Physik ist praktisch alles erledigt, alles bekannt. Da gibt es noch ein paar schmutzige Ecken auszukehren, aber du bist so talentiert für das Klavier, warum spielst du nicht lieber Klavier? Max Planck hat trotzdem Physik studiert und er war derjenige, der die Quantentheorie, den ersten Effekt entdeckt hat, der zur Quantentheorie geführt hat. Aber er gehörte wie Einstein auch zu denjenigen, die gesagt haben, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, weil diese Quantentheorie, diese Verbindung, dass sie als Grund etwas hat, was einmal wie ein Teilchen aussieht, einmal wie eine Welle, hieß letzten Endes, dass es das Objekt überhaupt nicht gibt. Also die Vorstellung, dass hier außerhalb von mir etwas ist, was wie ein Objekt ist, das ich auf den Tisch stelle, sowas gibt es eigentlich gar nicht, ja? Sondern es gibt etwas, was vergeht und wieder entsteht und wieder vergeht. Ich habe eine Kette von Erzeugungen, von neuen Dingen. Und wenn ich nicht genau hingucke, dann sieht es so aus. Also ich nehme zum Beispiel ein Elektron. Wir haben den Eindruck, ein Elektron läuft von hier nach hier. Das ist so ein Teilchen. Und dass es so auf einer Linie läuft, das ist eben der Grund, warum die Welt so stabil ist, weil es solche Dinge gibt, die weder entstehen noch vergehen. Dieses Elektron gibt es eigentlich gar nicht. Und da gibt es etwas, wie ein Elektron aussieht. Im nächsten Augenblick wieder etwas, aber nicht an der Stelle, wo man es erwartet. Aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und dann wieder etwas. Und dazwischen gibt es nichts. Das heißt, die Welt besteht nicht aus Objekten, die mit sich identisch bleiben und der Zeit von einem Ort zum anderen geht, sondern die Welt wird in jedem Augenblick neu erzeugt. Eine total andere Sichtweise. Ja? Aber, wie gesagt, es ermöglichte die Vorstellung, dass die Schöpfung nicht abgebrochen ist. Das heißt, wir brauchen nicht mehr den lieben Gott am Anfang, der alles fertig macht, dann setzt er die Maschine in Gang und dann wird er eigentlich arbeitslos. Sondern in jedem Augenblick wird die Welt neu erschaffen, aber mit der Erfahrung, mit der Erinnerung, wie sie vorher war. Und deshalb kopiert sie auch ein bisschen. Und einige Dinge, weil sie fantasielos sind, die werden genau kopiert. Und das sind dann die Dinge, die wir so verlässlich finden. Das ist die Materie, die hier bleibt. Ich habe den Tisch, ich gehe raus, ich komme rein, er steht immer noch da. Diesem Tisch ist nichts anderes eingefallen, als sich selber zu reproduzieren. Und das Interessante ist, dass wir ja in unserer Vorstellung die Dinge, die sich nicht verändern, als die wichtigsten ansehen. Es sind genau diejenigen, die eigentlich nicht mehr in der Schöpfung mit drin sind, genau die, die ich nicht verändern kann, die ich dann noch als Material verwenden kann, um etwas Neues zu machen. Aber der Mensch ist nicht so verlässlich. Ich gehe raus, ich komme rein, er scheint mir derselbe zu sein, aber ich sehe, er ist schon nicht mehr derselbe. Ich bin mir nicht ganz so sicher, weil er hat seine Züge etwas verändert und so fort. Er hat nicht diese Verlässlichkeit, die wir dann auch immer schlecht finden an dem Menschen. Er ist nicht verlässlich wie eine Maschine. Aber das ist ja genau das, was ihn auszeichnet. Das ist das Schöpferische in ihm. Und das müssen wir auch unterstützen. Das bringt die Welt weiter. Das Tote, das können wir nur noch als Werkzeug und als Material verwenden. Alles bekannt. Da gibt es noch ein paar schmutzige Ecken auszukehren, aber du bist so talentiert für das Klavier, warum spielst du nicht lieber Klavier? Max Planck hat trotzdem Physik studiert und er war derjenige, der die Quantentheorie, den ersten Effekt entdeckt hat, der zur Quantentheorie geführt hat. Aber er gehörte wie Einstein auch zu denjenigen, die gesagt haben, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, weil diese Quantentheorie, diese Verbindung, dass sie als Grund etwas hat, was einmal wie ein Teilchen aussieht, einmal wie eine Welle, hieß letzten Endes, dass es das Objekt
überhaupt nicht gibt. Also die Vorstellung, dass hier außerhalb von mir etwas ist, was wie ein Objekt ist, das ich auf den Tisch stelle, sowas gibt es eigentlich gar nicht, ja? Sondern es gibt etwas, was vergeht und wieder entsteht und wieder vergeht. Ich habe eine Kette von Erzeugungen, von neuen Dingen. Und wenn ich nicht genau hingucke, dann sieht es so aus. Also ich nehme zum Beispiel ein Elektron. Wir haben den Eindruck, ein Elektron läuft von hier nach hier. Das ist so ein Teilchen. Und dass es so auf einer Linie läuft, das ist eben der Grund, warum die Welt so stabil ist, weil es solche Dinge gibt, die weder entstehen noch vergehen. Dieses Elektron gibt es eigentlich gar nicht. Und da gibt es etwas, wie ein Elektron aussieht. Im nächsten Augenblick wieder etwas, aber nicht an der Stelle, wo man es erwartet. Aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und dann wieder etwas. Und dazwischen gibt es nichts. Das heißt, die Welt besteht nicht aus Objekten, die mit sich identisch bleiben und der Zeit von einem Ort zum anderen geht, sondern die Welt wird in jedem Augenblick neu erzeugt. Eine total andere Sichtweise. Ja? Aber, wie gesagt, es ermöglichte die Vorstellung, dass die Schöpfung nicht abgebrochen ist. Das heißt, wir brauchen nicht mehr den lieben Gott am Anfang, der alles fertig macht, dann setzt er die Maschine in Gang und dann wird er eigentlich arbeitslos. Sondern in jedem Augenblick wird die Welt neu erschaffen, aber mit der Erfahrung, mit der Erinnerung, wie sie vorher war. Und deshalb kopiert sie auch ein bisschen. Und einige Dinge, weil sie fantasielos sind, die werden genau kopiert. Und das sind dann die Dinge, die wir so verlässlich finden. Das ist die Materie, die hier bleibt. Ich habe den Tisch, ich gehe raus, ich komme rein, er steht immer noch da. Diesem Tisch ist nichts anderes eingefallen, als sich selber zu reproduzieren. Und das Interessante ist, dass wir ja in unserer Vorstellung die Dinge, die sich nicht verändern, als die wichtigsten ansehen. Es sind genau diejenigen, die eigentlich nicht mehr in der Schöpfung mit drin sind. Genau die, die ich nicht verändern kann, die ich dann noch als Material verwenden kann, um etwas Neues zu machen. Aber der Mensch ist nicht so verlässlich. Als Max Planck Physik studieren wollte, Ende des letzten Jahrhunderts, ging er zu seinem Lehrer Philipp von Joly und sagte, ich möchte Physik studieren, aber ich bin an sich ein guter Pianist und ich möchte auch vielleicht auch Musik studieren. Da sagte von Joly zu ihm, studiere Musik, weil in der Physik ist praktisch alles erledigt, alles bekannt. Da gibt es noch ein paar schmutzige Ecken auszukehren, aber du bist so talentiert für das Klavier, warum spielst du nicht lieber Klavier? Max Planck hat trotzdem Physik studiert und er war derjenige, der die Quantentheorie, den ersten Effekt entdeckt hat, der zur Quantentheorie geführt hat. Aber er gehörte wie Einstein auch zu denjenigen, die gesagt haben, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, weil diese Quantentheorie, diese Verbindung, dass sie als Grund etwas hat, was einmal wie ein Teilchen aussieht, einmal wie eine Welle, hieß letzten Endes, dass es das Objekt überhaupt nicht gibt. Also die Vorstellung, dass hier außerhalb von mir etwas ist, was wie ein Objekt ist, das ich auf den Tisch stelle, sowas gibt es eigentlich gar nicht, ja? Sondern es gibt etwas, was vergeht und wieder entsteht und wieder vergeht. Ich habe eine Kette von Erzeugungen, von neuen Dingen. Und wenn ich nicht genau hingucke, dann sieht es so aus. Also ich nehme zum Beispiel ein Elektron. Wir haben den Eindruck, ein Elektron läuft von hier nach hier. Das ist so ein Teilchen. Und dass es so auf einer Linie läuft, das ist eben der Grund, warum die Welt so stabil ist, weil es solche Dinge gibt, die weder entstehen noch vergehen. Dieses Elektron gibt es eigentlich gar nicht. Und da gibt es etwas, wie ein Elektron aussieht. Im nächsten Augenblick wieder etwas, aber nicht an der Stelle, wo man es erwartet. Aber doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und dann wieder etwas. Und dazwischen gibt es nichts. Das heißt, die Welt besteht nicht aus Objekten, die mit sich identisch bleiben und der Zeit von einem Ort zum anderen geht, sondern die Welt wird in jedem Augenblick neu erzeugt. Eine total andere Sichtweise. Ja? Aber, wie gesagt, es
ermöglichte die Vorstellung, dass die Schöpfung nicht abgebrochen ist. Das heißt, wir brauchen nicht mehr den lieben Gott am Anfang, der alles fertig macht, dann setzt er die Maschine in Gang und dann wird er eigentlich arbeitslos. Sondern in jedem Augenblick wird die Welt neu erschaffen, aber mit der Erfahrung,